Kanal hier. Ich bin der liebe Mikey und ihr seht jetzt hier mein erstes Tonbandgerät. Das ist ein Grundig TK-140 Deluxe. Das ist heute reingeflogen. Hab's auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Und mir schwebt es schon längere Zeit vor, mal was mit Tonbändern zu machen. Und dann habe ich das kleine Ding hier gesehen. Einziger Haken, den der Kleine hat. Er funktioniert, ich zeige dir gleich. Spulen geht, abspielen funktioniert. Einzig jetzt hier vorne, werdet ihr gleich sehen, Ausschlag geht nicht. Aber ich weiß nicht, ob das erst funktioniert, wenn man aufnimmt. So. Gucken. Ich habe hier gerade ein wenig Platz auf dem Tisch. Deswegen, weil hier noch der zweite Rechner hier steht, hier mit der Windows 10 Installation aus dem letzten Video, wo jetzt noch eine SSD eingebaut wird, weil die HD, die verbaut ist, langsam den Gas aufgibt nach 7 Jährchen. Das ist das Gerät hier hinten. Hier ist ein Anschluss, da steht Radio und Mikrofon drauf. Ich vermute mal, hier kann ich ein Radio über den anschließen und dann hier auf Tonband aufnehmen, auch über Mikro. Was mich jetzt interessiert, ob ich hier auch Sachen von dem Tonband auf Kassette zum Beispiel übertragen kann. Ich habe ja das alte Philips-Gerät, den EL3002, den ihr gesehen habt, wo ich da die Riemen instand gesetzt habe. Und ob man dann darüber hier drauf aufnehmen kann und umgekehrt dann von ihm hier auf Kassette, das werden wir also rausfinden. Nicht zumindest, weil ich habe von dem Gerät ja keine Gebrauchsanweisungen dabei gehabt. Im Internet finde ich auch keine. Aber ich habe das Service-Manuell gefunden. Ja, der Kleine hier, der stammt aus dem Jahre 1968, habe ich rausgefunden. Genau wie der Philips Kassettenrekorder, der EL3002. Also, beide stammen aus derselben Epoche, aus demselben Jahr. Sodass wir hier ein bisschen so die 60er Jahre bilden können. Ja, ich wandere immer zurück, retromäßig. Erst waren es die 80er, jetzt sind es die 60er. Ah, was kommt demnächst? Noch ein Grammophon wahrscheinlich, ne? Also Schellackplatten habe ich schon, ohne Witz jetzt. Als wir die Wohnung von ein paar Stunden Opa auflösen mussten, da sind mir noch ein paar Schellackplatten in die Hand gefallen. Ja, so. Ich nehme hier mit der Samsung, mit dem Camcorder auf. Da wird es ein bisschen zirpen leider, weil der zweite, die Panasonic Full HD Kamera, die... Da sind gerade die Batterien leer, die muss ich noch aufladen. Deswegen haben wir auch kein Licht hier an der Kamera. So, da sieht der Grund nicht. Dazu sieht das Ding von vorne aus. Hat den Griff zum Wegschmeißen. Ist eigentlich ein tragbares Gerät. Ja. Hinten Kabel ist da drin. Zeige ich gleich auch noch. Hier neben packt die Orion. VHS-Kassetten sind auch gestern reingeflogen. Ja, die hatten Bekannte rausgeschmissen. Und ihr wisst, ich sammle VHS-Kassetten. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen das Ding mal an. Stecker habe ich drin. Das sieht ja gerade ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, weil ich hier ein paar gleichzeitig auf dem kleinen Tisch ein paar Projekte am Machen bin. So, dieses alte Käbelchen, was da hinten parkt, das ist hier vom Tonband. So, dann muss man jetzt hier erstmal einschalten. Ein- und Lautstärke. Geben auf 3. So, und ich werde aber jetzt nicht lange euch das Ganze demonstrieren können, weil wie gesagt, wegen Konten-ID-Treffer und so weiter. Und hier sind, habe ich gehört, Schlager und Country drauf. Ich habe keine Ahnung, aus welchen Jahr die Dinger sind. Wahrscheinlich auch von 68. Keine Ahnung. So, das ist das Gerät hier, der Knopf, womit man das Ganze bedienen kann. Momentan stehen wir auf Stopp. Hier, das ist hier, wenn man jetzt hier rumgeht, das Ding zum Zurückspulen. Ihr seht schon, läuft. Bremse funktioniert auch. So, Pause, jetzt kommt Start. Spur 2 und 3, Spur 1 und 7. Ist das hier? So, und das ist hier Vorspulen. So, das ist die kleine Demonstration von dem Gerät gewesen. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen. Dann kann man hier den Klang einstellen. Ja, morgen ist Silvester. Deswegen werden heute schon wieder die
Knaller getestet und hier der Aufnahmeknopf. Das muss ich alles selber noch rausfinden. Wie gesagt, ich habe hierzu keine Gebrauchsanweisung. Es ist mein erstes Tape-Deck, hätte ich fast gesagt. Hier mein erstes Tonbandgerät. Ein kleines mit kleinen Spulen, mit Mono. Kein Stereo. Aber wie gesagt, mal zum Reinschnuppern in die Tonbandtechnik ist das Ganze in Ordnung. Hier ist der Zähler hier. Der zählt auch mit. Also die Riemen sind auch noch in Ordnung. Deswegen, ich habe auch keine Ahnung, ob das alles noch Originalzustand ist, ob das Ganze schon mal gewartet worden ist. Ich habe keine Ahnung. Und was auch ist, mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege, ohne das Ding runterschmeißen zu lassen. Es ist ein kleines Gerät, aber es macht ja nichts. Einzige hier, das Gehäuse ist an der Stelle gebrochen. Aber wie gesagt, mir macht das nichts aus, weil das Ding eigentlich nur zum Testen ist. Mal wie ist Tonbandtechnik. Dann kann man hier hinten nichts mehr sehen. Ich weiß, da sind hier drei Anschlüsse. Einmal Lautsprecher und dann zwei andere Anschlüsse, wo ich keinen Plan habe, was das sein soll. Das muss ich mir mit der Gebrauchsanweisung dann mal zu Genüge führen, wenn ich eine auftue. Ich habe gesehen, bei eBay gibt es eine für 1 Euro, aber leider ist die Auktion am 24. abgelaufen und der Verkäufer hat es bis jetzt nicht wieder eingestellt. Ja, und ich überlege mir gerade, ob ich sowieso vielleicht noch ein zweites davon hole. Auch habe ich einen gesehen für 20 Euro im besseren Zustand, allerdings 250 Kilometer von mir entfernt. Ja, ne? Das war das kleine Gerät. 6 Minuten. Sind bei jetzt 7 Minuten mit Kürz und Würze. Einzige, was ich jetzt noch hier gucken muss, wie ich das Ganze hier von den Tonköpfen abnehmen kann, wie ich an die Tonköpfe drankomme, weil die möchte ich doch einmal säubern mit Isopropanolalkohol über ein Kassettendeck, weil wegen Track 2, 1 und 2 die Spur, die klingt ein bisschen dumpf. Ja, also hier sieht man, da staubt und das Ding hat wohl schon länger so gestanden. Ja. Also das war's. Zu dem kleinen Gerät. Sag ich mal danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss, euer Mikey. Was für mich als Kassettennutzer jetzt erstmal eine Ungewöhnung ist, dass man hier zwei Spulen hat und dass man dann jedes Mal, wenn man, bevor man hier Musik hört, erstmal das Band hier durchfädeln muss und dann hier in die Leerspule einführen muss. Das ist jetzt noch ungewohnt. Wie gesagt, das kenne ich eigentlich nur her vom Video 8 Projektor. Ja, sehr schönes Teil, finde ich. Gefällt mir schön klein, schön handlich und wie gesagt, zum Reinschnuppern in die Tonbandtechnik reicht mir das Gerät vollkommen. Ja, das hier ist so eine Leerspule. Wie gesagt, die kann man dann auch für ein Videoprojektor benutzen. Ich weiß gar nicht, das ist so eine kleine. Wie viele Minuten passen die auf die kleinen drauf? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ist alles für mich Neuland. Ich bin ja eigentlich hier Kassettennutzer, wie man sieht. So, und der hat ein kleines Brüderchen auch heute bekommen. Aber jetzt auch später. Ja, das ist das Band hier. Wie gesagt, war wohl schon längere Zeit so in diesem eingefädelten Zustand gewesen. Deswegen sieht man hier zwischendurch hier drin auch noch ein paar. Hier, da kann man es erkennen, hier ein paar Staubspuren. Das ganze Band scheint von Aqua zu sein, zumindest steht es drauf. Jo. Bin mal gespannt, so auch die Daten, die der Kleine so anbietet. Und wie gesagt, mich würde es mal interessieren, wie man hier an die Tonköpfe drankommt. Also ich habe das mal in diversen Videos gesehen, da kann man diese Einheit abheben und dann kommt man da dran. Aber so wie es aussieht, muss man wohl hier. Da ist eine Schraube, da ist eine Schraube. Da muss man wahrscheinlich hier die ganze Verkleidung abnehmen, um da mal ranzukommen. Aber da werde ich mir das Service-Manual mal angucken. Weil hier drunter sind die Köpfe versteckt und die möchte ich einmal sauber machen. Obwohl der Ton, ich habe mich gerade mal. Warte mal, ich packe wieder an Mikrofon an.
Ich habe gerade mal ein bisschen gehört und der Ton ist eigentlich supi, außer an einigen Stellen vom Band. Wie gesagt, das Ding ist ja schon etliche Zeit nie aufgespannt gewesen. Dass du so wie bei der Audiokassette und den Dropouts hast. Jo. So, ich würde sagen, wir drehen die Kleinen mal um, damit wir den mal von der anderen Seite sehen können. So, Stecker habe ich rausgezogen. Ich drehe den Kleinen mal eben um. Leider erkennt man hier hinten gerade nicht so viel von den Anschlüssen. Das bitte ich zu entschuldigen, weil ich habe genau an der Stelle kein Licht. So, wir können nur erkennen, hier sind drei Anschlüsse. Da ich jetzt gerade vom Display ablesen muss. Ich glaube, das müsste der Lautsprecheranschluss sein. Bei den beiden bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, ich habe keine Gebrauchsanweisung. Ja, das ist der von hinten, der kleine. Wie gesagt, hier Holzimitation. Das ist hier der Radio-Mikrofonanschluss hier oben. Mikro mit K geschrieben. Da siehst du hier Mikrofon. Mikro eingedeutscht. Das war ja bei Grundig immer so gewesen. Auch bei den Videos 2000 von Grundig. Alles deutsch. Ja. Und ich vermute mal, da ist ein Schräubchen. Hier sind drei Schrauben. Ich denke mal, das kann man dann abmachen. Und dann hat man hier meine Füße gesehen und den Boden. Ne, dann kann man hier abmachen. Und dann hat man dann hier, kann man hier oben das Oberteil abmachen. Dann guckt man an die Innereien, denke ich mal. Jo. Und wie gesagt, das hier ist das, wo der Kleine hier einen Riss hat. Hier sind die Halterung für die Plastikabdeckung und die Plastikabdeckung, die so kommt die Abdeckung drauf. Wie gesagt, hier ist er kaputt, vorne ist er auch ganz kaputt. Dann kann man hier drauflegen, dann kommt da kein Staub rein. Aber wie gesagt, ich überlege mir gerade, ob ich mir vielleicht so noch ein Zweitgerät organisiere. Ich habe ein funktionierendes auch gefunden. Allerdings ganz in weiß habe ich gesehen und zufällig ist dann dieses Gerät da, wo ich, an dem Ort, wo ich im Januar hinfahren werde. Vielleicht werde ich dann Abstecher dahin machen. Das sind noch ein paar, ich sag mal, zwei Autominuten von da entfernt, wo ich hinfahre. Und dann werde ich mir vielleicht ein zweites Gerät organisieren, weil ich finde das Ding geil. Auch wenn es Mono ist. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen Blut geleckt. Einzige Spule. Ich werde mal gucken, dass ich mir, ob es hier irgendwo noch gebrauchte Ware in der Ecke bei eBay, klar, habe ich gesehen. Mal gucken, ob es auch spulentechnisch hier Neuware gibt. Dann werde ich mit dem Kleinen ein bisschen experimentieren. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal versuchen, das, was hier drauf ist, zu digitalisieren. Damit ich zumindest mit dem Band mal ein bisschen ein paar Experimente mit Aufnahme und so machen kann. Ja, und vielleicht werde ich ja nochmal ein richtiger Tonband-Fan. Mal gucken. Dann sag ich mal, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn es was Neues gibt. Kleines Folgevideo. Vielleicht ist es ja in derselben Folge noch drin. Wie das Hauptvideo zu dem Gerät hier. Ihr seht jetzt hier, ich habe hier das Jahr 1968 aufgebaut. Das ist ja der Rekorder, den ich vorgestellt habe, wie ich die Ringe gewechselt habe, aber nur als Bilder. Das ist hier der Philips EL3002. Mikrofon muss hier dranbleiben. Weil der hat ein kleines Problem hier. Das dient jetzt hier nur als Fernsteuerung. Wenn ich hier das einschalte, dann bekommt der Strom vom Batteriefach. Ist ein Problem, da muss ich mich noch drum kümmern. Nämlich in der Buchse gibt es einen kleinen Kontakt. Wenn der nämlich, wenn da ein Stecker reingesteckt ist, dann wird nämlich die Stromzufuhr vom Batteriefach getrennt. Und da gibt es dann einen kleinen Mechanismus, der kann im Laufe der Zeit verdrecken.
sich festsetzen. Und wenn man dann einen Stecker zum Beispiel rauszieht und der dann gesetzt bleibt, dann meint der Rekorder, es wäre ein Stecker drin und dann kriegt das Batteriefach keinen Strom. Deswegen muss ich mich da mal demnächst auch noch drum kümmern. Deswegen Mikrofon, dann kann ich hier dann einschalten und dann kriegt er Strom, dann läuft die Batterie. Ja, habe ich gerade mal ein bisschen, weil ich ja zu dem Rekorder auch noch das Überspielkabel gekriegt habe, das habe ich dann hier in die Radiomikrofonbuchse reingetan und habe dann jetzt testweise mal was aufgenommen gehabt. Zuerst das erste Lied von der Kassette, hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich es ein bisschen, das passt dann so aus der Zeit, dann habe ich es ein bisschen moderner gemacht. Dann habe ich hier AC/DC Highway to Hell hier drauf kopiert und ich muss sagen, er hat mittlerweile einen schönen Klang für ein Monogerät. Ich weiß ja, wo ich die digitalisiert habe, hier die Spule hier. Sind vier Spuren sind drauf. Jeweils eine Stunde, also vier Stunden sind hier auf dem kleinen 15 cm Band drauf. Also 15 cm Durchmesser der Spule. Und da ich ja noch nie mit einem Tonband zu tun hatte, meine Mutter kannte das noch von meinem Opa her, deswegen konnte sie mir sagen, dass man, wenn die Spule einmal hier voll ist und man zum Beispiel, also was ist, wenn man die Seite abspielt, hat man Spur 1 und die Spur 3, dann kann man hier wechseln. Wenn man hier auf D drückt, dann hört man Spur 1 und Spur 3 gleichzeitig. Anders, wenn das Band umgekehrt ist, dann hört man die Spur 2 und die Spur 4. Und also wenn die Spule jetzt hier, wenn das Band komplett auf der Spule ist, muss man die Spule dann umdrehen, hier hinsetzen und dann die Leerspule dahin tun. Dann kann man die Spuren 2 und 4 sich anhören. Das ist ungefähr, als wenn man eine Kassette zweimal umdreht. Nicht schlecht, ich bin verliebt in die alte Technik. Läuft. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob dieses Gerät hier im Originalzustand ist, ob da jemals ein Riemen oder so gewechselt worden ist. Ich weiß es nicht. Selbst wenn nicht, also es ist einwandfrei. Läuft, spulen geht. Wunderbärchen. Ich habe auch mittlerweile bin ich dabei, mir ein Zweitgerät zu organisieren. Ersatzteiltechnisch ein TK-140 Deluxe. Habe ich jetzt bei eBay für 10 Euro gesehen. Wo das Gehäuse im besseren Zustand ist, das ganz ist und auch wo der Deckel ganz ist, nicht so wie bei ihmchen hier. Dafür weiß der Besitzer nicht, ob es geht. Ich sag mal, selbst wenn es nicht geht, nur um dann Ersatzteile zu haben und um dieses hier, das Gehäuse ein bisschen in Schuss zu bringen und so weiter. Und das zweite soll auch eher für Ersatzteile dienen. Ja, schönes altes Gerät aus dem Jahr 68, genauso wie ihmchen hier. Bei ihm musste ich jetzt nur die Riemen wechseln, da war ich 7 Stunden dran gewesen. Läuft. Wie gesagt, zweite Geschichte ist hier halt hier die mit der Buchse. Da muss ich mal gucken, wie man das hinkriegt. Früher gab es Ersatzteile, ich habe auch mal in einem Forum gelesen, da ist ein Philips-Arbeiter im Forum unterwegs, hat geschrieben, bei dem Modell, das war sogar noch, als die damals noch aktuell waren, Standard gewesen, dass hier der Schalter hier Probleme machte und die mussten dann halt, die haben dann komplett die Buchse getauscht, geht die heute nicht mehr, da muss man sich anders behelfen, mal gucken, wie ich das hinkriege. Eine zweite Geschichte ist, da muss ich dann mal das Aufnahmerädchen hier mal hier mit Kontaktspray mal ein bisschen sauber machen, weil es knistert und dementsprechend kann ich hier noch nicht mit aufnehmen. So, wenn das dann funktioniert, dann wäre ein Austausch zwischen ihmchen hier von Spule auf Kassette möglich. Umgekehrt geht schon. Wunderbar. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil sonst gibt es einen Content-ID-Treffer. Ja, das war's in Kürze mit Würze aus den 60ern. Also, bis später. Zum nächsten Video.